Wer hätte gedacht, dass eine schlichte Tomatensuppe einmal im Kampf gegen die Zerstörung der Welt eine relevante Rolle spielen würde? Avocado, Leute, ich bin die Avocado und seit neuestem trage ich jetzt auch einen lustigen bunten Sombrero. Ich weiß nicht, zählt das jetzt eigentlich auch als kulturelle Aneignung? Oder zählen Sombreros nur dann als Aneignung, wenn sie von einer Ananas getragen werden? Ich steig da langsam nicht mehr durch. Und überhaupt, warum kleben sich Kids jetzt an Dinosaurierknochen dran? Und inwiefern soll Tomatensuppe schmeißen bei Umweltschutzaktivismus helfen? Und überhaupt, wo sind eigentlich deren Betreuer? Das und noch vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode von Avocado TV Investigativ. Ach ja, bevor ich es vergesse, schaut doch mal bei Madame Seegürkchen vorbei, falls ihr Hilfe mit eurem Artwork braucht. Haben das alle verstanden? Gut. Link findet ihr in der Beschreibung. Wir kennen die Tomato-Soup-Dose, mit der Andy Warhol im Pop-Up-Style den American Way of Life abbildete. Kunst und der American Way of Life. Da werden bei mir gleich positive Konnotationen erweckt. Danke, Tagesthemen. Aber nun geht es gegen den Lebensstil von vielen von uns. Ja, habt ihr gehört, Leute, es geht gegen euren Lebensstil. Ihr habt Schuld. Und überhaupt, wir haben jetzt nur noch ein paar Jahre Zeit. Wie lange erzählt man uns das eigentlich schon mit dem Weltuntergang? Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht? Gibt's da irgendwie Informationen für? Die Wut vor allem der jungen Generation auf alle Planetenvernichter ist so groß. Die Planetenvernichter, ja, nettes Framing. Dass jetzt sogar in Museen mit der roten Soße oder sogar mit Kartoffelbrei um sich geworfen wird. Um das Naturerbe zu retten, muss nun das Kulturerbe dran glauben. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, dass es sich dabei um religiöse Kultisten handelt, die sowas machen. Wie gesagt, böse Zungen. Ist die Zerstörung der Erde nur aufzuhalten, indem man selbst zerstört? Ist die Zerstörung der Erde nur aufzuhalten, indem man selbst zerstört? Das ist die Frage. Die Antwort lautet nein. Weiter. Krieg von Petersdorf über den Protest in Ausstellungen und auf dem Asphalt. Ein Klimaaktivist klebte seinen Kopf am Gemälde fest und wurde mit roter Flüssigkeit übergossen. Ja, klebte seinen Kopf an dem Gemälde fest. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Oh, kommen Sie mal, Frost. Harry? So blöd kann keiner sein! Es traf das Mädchen mit dem Perlenohrring. Das Bild hängt in Den Haag. Van Goghs Sonnenblumen in London bekamen erst eine Ladung Tomatensuppe ab, dann klebten sich zwei Frauen an. Just like a woman. Van Goghs Gemälde bekam Tomatensuppe ab und dann klebten sich zwei Frauen dran. Was für eine Schlagzeile. Der Dinosaurier am Berliner Naturkundemuseum gestern blieb gänzlich unbeschadet. Die Aktivisten befestigten sich an der Halterung. Interessant finde ich es auch immer wieder, dass hierbei das Motiv eines Dinosauriers, ihr wisst schon, eines ausgestorbenen Wesens benutzt wird. Ich frage mich, welchen Hintergrund das haben könnte. Und letzte Woche floss bei Monets Getreideschober der Kartoffelbrei runter. Die Bilder waren alle unter Glas, fast jeden Tag trifft es ein wichtiges Kulturerbe. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Sind die alle nicht ganz dicht, oder was? Ich will doch nicht die grüne Scheiße, die grüne Scheiße. Deshalb müssen wir uns Aktionen überlegen, die nicht ignoriert werden können. Ja, ihr wisst schon, es geht bei unseren sinnlosen Schwachsinnsaktionen darum, Visibility zu spreaden. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir war es früher einmal, also ganz früher einmal so, lange vor Last Generation, dass ich vor Klimaaktivisten sogar durchaus noch Respekt hätte. Zum Beispiel dann, wenn sie sich an tatsächlich sinnvollen Aktionen beteiligt hätten. Zum Beispiel Müll aufsammeln oder ölverschmierte Vögel an der Küste reinigen. Bei den Blockaden auf den Straßen und bei den Aktionen an Gemälden. Und nochmal, was macht ihr mutigen und tapferen Verteidiger der Gerechtigkeit, wenn ein Krankenwagen mit Patient, zum Beispiel mit Schlaganfall, im Verkehr stecken bleibt? Ist das dann auch friedlicher Protest, von dem ihr redet?
können wir nicht ignoriert werden. Auch wenn bisher noch kein Kunstwerk ernsthaft beschädigt wurde, Bundeskanzler Scholz mag die Form des Protests nicht. Ich glaube, dass wir kritische Haltung, kritischen Protest akzeptieren müssen, dass die Klebeaktionen jetzt nicht auf sehr weitreichenden Beifall gestoßen sind, ist auch offensichtlich, meinen auch nicht. So, es sollen kritische Haltungen und Positionen akzeptiert werden. Hat der Olaf Scholz das eigentlich jemals gemacht? Und was hat es mit dieser Cum-Ex-Affäre auf sich? Also, ich kann mich da nicht dran erinnern. Heute ist die Welt im Potsdamer Museum Barberini wieder in Ordnung. Halbwegs. Monets Getreideschober hängt wieder. Gereinigt, neu gerahmt und gesichert. Sichtbar mehr Sicherheitspersonal, Rucksack, Handtaschen und Jackenverbote. Und dieses zusätzliche Personal wird auch mal wieder vom deutschen Steuerzahler Michel übernommen. Genauso wie die Klebekinder selbst. Grandios. Die Meinung hier und heute über Kartoffelbreiwürfe auf weltberühmte Kunst? Also die Aktion finde ich total bekloppt, vor allen Dingen schon deswegen, weil die Leute argumentieren, ja, die Glasscheibe schützt ja das Bild. Aber kein Mensch weiß doch, ob die Glasscheibe und der Rahmen verklebt sind. Also aus meiner Sicht könnte da doch sogar Flüssigkeit durchlaufen. Wenigstens mal eine kritische Stimme. Mein Tipp an die Museumsbetreiber würde ja lauten, wenn ihr wisst, dass diese Klima- und Weltenverbesserer unterwegs sind, warum tauscht ihr die Gemälde nicht durch entsprechende Replikate aus? Nein, es ist einfach total eine unnötige Aktion und das bringt überhaupt nichts. Halleluja, gleich noch eine kritische Stimme. Im Naturkundemuseum ist noch der Klebstoff zu sehen, sonst nichts. Das Haus. Der Klebstoff ist immer noch zu sehen, grandios. Übrigens wusstet ihr, dass die letzte Generation, nachdem sie sich auf einer Straße festklebt, manchmal den Klebstoff einfach in Gulli wirft? So viel zum Thema Umweltschutz und die Welt retten. Ist voll wie immer, die Saurier beeindrucken wie immer. Der Leiter des Hauses sieht sich selbst als Kämpfer für den Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt. Ein gewisses Verständnis für die radikalen Aktionen schwingt bei ihm mit. Wir sehen das für uns als eine Herausforderung, noch stärker zum Ort des Dialoges, des Miteinander zu werden. Und wir laden die Politik und die Aktivisten ein, hier hinzukommen, damit wir gemeinsam über diese Sachen reden. Phrasendrescherei. Und überhaupt, meine Frage würde nun lauten, was sollen diese Aktionen denn konkret bringen? Wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen, ihr wisst schon, Visibility spreaden, wie man auf Neudeutsch sagt, warum nicht die guten alten Flyer-Aktionen? Doch dass die Klimakämpfer nicht alles unter Kontrolle haben, zeigt sich an einem Unfall in Berlin heute. Eine Frau war von einem LKW überfahren worden und brauchte sofort Hilfe. Doch der dringend benötigte Einsatzwagen steckte im Stau fest. Ja, und genau aus diesem Grund kann eben auch nicht von friedlichen Protesten und zivilem Ungehorsam die Rede sein, weil man billigend in Kauf nimmt, dass genau so ein Scheiß dabei passiert. Ich meine, Leute, stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation. Ihr werdet angefahren oder habt einen sonstigen Unfall, Krankenwagen kommt, bisher seid ihr noch im grünen Bereich. Also im Sinne von, ihr würdet ohne erhebliche oder bleibende Schäden es rechtzeitig ins Krankenhaus schaffen. Und dann ist die Straße verstopft mit diesen Klebekindern. Klimaaktivisten hatten den Verkehr blockiert. In einer Stellungnahme äußern die Klimaaktivisten ihre Bestürzung über den Unfall. So nach dem Motto, tut uns leid, damit hätten wir ja nicht rechnen können. Und wieder einmal stellt sich für mich die Frage, angenommen eine vergleichbare Aktion wäre von einer rechten Gruppierung durchgeführt worden, meinetwegen die Identitäre Bewegung oder so, würde man dann mit einem gleichen Maß an Verständnis reagieren? Oder würden die Medien gar nicht mehr aufhören, darüber zu berichten? Was meint ihr? Wir hoffen inständig, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert hat. Die Aktionen bekommen viel Aufmerksamkeit, wie geplant. Wie geplant? Von wem denn? Von den Aktivisten selbst? Oder steckt da vielleicht noch jemand anders hinter? Aber die Form des Protests bleibt eine Gratwanderung. Um nicht zu sagen, ein Paradebeispiel für Vorkommnisse aus der Clownswelt. Und wenn man dann einmal versucht, in einen Dialog zu treten mit diesen Aktivisten und ihnen versucht zu erklären, warum das eine Schwachsinnsaktion ist,
stößt man so wie immer auf taube Ohren und es wird darauf verwiesen, dass wir nur noch 2 bis 3 Jahre haben, bevor der Klimakollaps kommt. Und genau dann komme ich mir vor wie der Bösewicht aus Fallout 1. Why am I talking? It's unlikely you even understand. Ja, warum soll ich überhaupt zu denen reden? Es ist unwahrscheinlich, dass sie etwas verstehen würden. Oh, und für diejenigen von euch, die glauben, dass der gute Herr aus meinem Einspieler hier ein bisschen komisch aussieht, also sagen wir mal so, jemand, der nicht als normschön gelesen wird. Ja, das klingt für mich so, als wäre es irgend so ein Wort mit phob oder feindlich hinten dran. Also da erwarte ich doch mehr Weltoffenheit und Toleranz von euch. Haben das alle verstanden? Gut. So blöd kann keiner sein!